Guten Tag, liebe Freunde, und willkommen zurück bei The Witcher 3. Ja, noch ein Bärenrüstungsgegenstand müssen wir finden. Dann wären wir vollzählig. Juhu! Und das ist das meisterlich gefertigte Bären-Silberschwert. Das wird hier irgendwo auf der kleinen Insel liegen. Da werden wir erstmal hinschwimmen. Ja. Sagen wir mal so, wir können auch nicht alle Gegenstände, die wir da haben, also alle Schematas schon benutzen, weil wir das Level noch nicht für haben. Aber ich habe da vor, zumindest, dass wir jetzt uns ein bisschen hochleveln. Richtung Level 29, glaube ich. Da können wir zumindest schon die überlegenen Bärenrüstungsgegenstände und Bärenstahlschwerter und Bärensilberschwerter bekommen und auch tragen. Und ja, das ist jetzt hier so geplant. Ich glaube mal nicht, dass das hier schon ist. Oder ist es tatsächlich da schon drauf? Da bei den kleinen Betrunkenen da? Tatsächlich. Hier ist das kleine Inselchen mit einem Monsternest. Och, ist das süß. Ja, hallo. Guten Tag. Na, Freunde, wie geht's euch? Zack. Das kann ich mir kaum vorstellen, dass der jetzt das, dass das Ding hier schon ist. Oh doch, das sieht danach aus. Guten Tag. So, dann wollen wir das Nestchen mal ausmachen kurz, ne? Zack. So. Ja, eine ertrunkene Zunge nehmen wir mit. Udala. Ah, da ist auch noch wer. Ach, das sind auch wieder nur Betrunkene. Gut, okay. Nehmen wir das auch noch mit hier. Läuft. Monsterblut. Monsterklaue, Monsterknochen. Ja, das ist kein Monster. Der hat auch nicht mehr wirklich allzu viel zu tun. Ich dachte, das Monsternest wäre kaputt hier. Wir wollen doch nur hier das hier haben. Was gibt's da Leckeres, hä? Das meisterlich gefertigte Bärensilberschwert. Zack, wir haben alles. Juhu. Ah. Ach, Geralt, nun scheiß dich mal nicht ein hier. Ja. Wir sind ja hier jetzt im... Ich weiß gar nicht, wo sind wir hier eigentlich? Im nördlichen Wählen oder im südlichen Wählen oder irgendwo anders in Wählen? Ich habe keine Ahnung. Fragt mich nicht, ich weiß es gerade nicht. Hier ist auf jeden Fall kein Wegreisepunkt. Hm. Oh, Feuer, damit die Ertrunkenen es warm haben. Zack. Viel Spaß. Ja, wo ist jetzt hier der nächste Schnellreisepunkt? Den würde ich gerne mal haben. Gucken wir mal. Olenas Hain. War ich da schon mal? Anscheinend schon, ne? Okay, hier in der Ecke war ich anscheinend schon öfters mal. Also genau, wir sind hier im südlichen Wählen. Da gibt es ja noch so einige Punkte hier. Ja. Wir gehen mal dahin. Wir sind ja jetzt Level 28. Können dahingehend noch nicht das überlegene Bärenstahlschwert, Silberschwert etc. pp. Benutzen. Was machen wir da? Ach, wir machen mal Art. Dahingehend müssen wir noch ein bisschen leveln. Ist ja auch kein Ding. Das machen wir auch. Ich würde mal sagen, bis wir so Level 29 haben, dann sieht es ganz gut aus, denke ich mal. Ich weiß auch gar nicht, wie welches Level wir jetzt für die Hauptquest benutzen, brauchen müssen. Gucke ich mal kurz rein. Steht nichts drin. Mhm. Warte auf Tagesanbruch. Wow. Sprich mit Avalach. Mit dem sollen wir auch nochmal reden? Ich habe keinen Bock, mit dem zu reden. Na, egal. Ja, wir müssen mit einigen noch labern. Wir müssen auch irgendwie... Hilft Triss, Philippa zu befreien und bla bla bla. Oh, guten Tag. Ein Bauer. Hallo Bauer. Das haben wir schon erledigt, ne? Ja. Das haben wir schon erledigt, genau. Aber ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal in südliche Wehle noch weiter rein hier. Mal hier straight da rein oder wo wollen wir hin? Zerstörte Bastion, da waren wir ja. Was gibt's hier noch so Schönes? Da geht's nicht mehr weiter. Das haben wir auch schon erledigt alles, also
Ach, kommt Leute, wir gehen mal wieder zu Alten Eiche. Da waren wir ja erst letztens. Und mal gucken einfach mal, was jetzt diese Frage, was es mit diesen Fragezeichen hier auf sich hat, würde ich mal so sagen. So, dann setzen wir gleich mal erst den ersten Wegepunkt. Und da waren wir in der Höhle waren wir ja schon drin. Ich glaube, da waren wir sogar schon drin. Ach, wir gehen einfach mal noch mal kurz die Richtung. Das machen wir schnell. Ich glaube aber nämlich, hier sind, glaube ich, gar nicht mal so kleine Viecher drin. Ah ja, Level 9. Das ist nichts. Geralt, kommst du hier nicht hoch? Oh, Mann. Geralt, ey. Magie. Hm. Ein Ort der Macht. Magie. Ein Ort der Macht. Oh, yeah. Wer bögt hier rum? Hä? Der da rumbögt, mit dem möchte ich mich gerade mal kurz mal treffen hier. Warum komme ich hier nicht rein? Muss ich da. Ey. Oh. Alter. Hört sich nicht so ganz super an. Das ist irgendwie so eine Endriaga-Kriegerin oder so ein Scheiß. Also nicht wirklich was krasses, würde ich mal so sagen. Da ist aber auch noch irgendwas. Ach, ein Nebling. Naja, gut, Neblinge, jetzt nicht so wild. Die machen wir nochmal gleich platt hier. Hallo. Oh, zwei Stück sogar, schön. Guten Tag. So. Sehr schön. Ach, das liegt hier schon. Läuft bei dir. Jo. Alter, das ist Gebölke, ne? Was ist das? Ist da oben was hier oder was? Ich hab keine Ahnung. Guten Tag. Noch eine. Tschüss. Und noch eine. Oh, klein hier. Ja, die ist aber klein. Oh, ist das hier ein Monsternest oder was? Hier sind ja mega viele Viecher von denen. Ja, hier ist eine Höhle. Oh. Easy, easy. Wo bin ich denn hier gelandet? Igidigidigit, war ich hier? Hier war ich doch schon, klar. Aufnehmen? Da, ah, ja. Diamantstaub. Na, gerne. Vielen Dank. Hier waren wir schon mal, definitiv. Weil wir haben dieses komische Viech da platt gemacht. So, hier ist also der Höhleneingang. Ah, der Ort der Macht. Nehmen wir auch mal. So. Ah, ich hätte mich länger hinsetzen müssen. Gut, okay. Igni, sauber. Schön, schön für Igni. Brauche ich jetzt gerade nicht. Dieses Rumgebölke hier immer. Was soll der Scheiß? Hallo, Nebling. Aua, aua. So. Noch ein Nebling da? Ja, ich dachte, es wäre noch einer da. Nee, ist keiner mehr da. Also ich muss für diese überlegenen Bärensachen Monsterhaut etc. und so finden. Ich glaube, das kann ich irgendwo zerlegen, denke ich mir mal. Erstmal wollen wir mal diese Fragezeichen nochmal hin. Oh, das sieht ja interessant aus. Was das hier ist, keine Ahnung. Gehen wir mal hin. Nicht erkundeter Ort. Da wollen wir mal hin, das wollen wir uns mal angucken. Oh, ey, was ist das? Ohne Witz, ich verstehe es immer noch nicht. Es hört sich ein bisschen so wie so ein Werwolf oder so. Ein bewachter Schatz, alles klar. Hallo, lololo. Oh, yeah. Okay, Leute, das war's für heute. Nein. hallo, Erdgenius, wie geht's dir? Hm? Hast du Bock, dich mit mir zu messen? Guten Tag. Hi. Bum, bum. Knock, knock. Was wollen wir mal machen mit ihm? Axi wird, glaube ich, nichts ausreichen hier. Was jetzt, du Stück Dreck? Aua. Hey, Chimmer. Guten Tag. Ja, der Hit ist nicht gerade so schlecht.
wir machen hier mit Quen, ne? Irgendwie scheint er ein bisschen komisch zu sein. Ah, Quen hilft nur einmal. Machen wir nochmal ein neues Quen hier rauf. Zack. Wow. So, jetzt brauchen wir wieder Quen, glaube ich. Er kann gut was vertragen, der Junge. So, jetzt haben wir ihn noch bald mal, oder? So, jetzt machen wir dich platt hier. Nein, jetzt duckt er sich doch, dieses Mistvieh. Schütze dich doch nicht so viel, das bringt dir auch nichts. Jetzt aber, das war's mit dir. Das war der Erdgenius. Tschüss, Erdgenius. Genius-Essenz, ja, Monsterklaue. Durchdrungene Scherbe? Durchdrungene Scherbe ist immer gut. Aufnehmen, aha. Rüstung der großen Sonne. Ich bin doch mit Sicherheit überlastet. Nein, noch nicht, aber das ist eine richtig enge Kiste hier. 144 Rüstung. Ist die gut? Nee. Scheuklappen für Rennpferde. Ja, die ist gut. Die nehmen wir. Zack, ausgestattet. Die hat 20 und die da unten hat... Schon wieder übersehen. 40. Ja, läuft. Super. Okay, und das war jetzt der Schatz, oder wie? Ja, ich würde mal sagen, der Erdgenius hat mehr als dieser Typ da, würde ich fast sagen. Was wollen wir machen? Wir wollen mal kurz eine Runde meditieren. Sauber. So, wir haben ja noch ein Fragezeichen. Das ist doch gleich hier in der Nähe. Das Problem ist, falls es jetzt was ist, was ziemlich schwer ist von der Rüstung, haben wir ein kleines Problem, weil ich nicht so viel Platz habe. Eieiei. Oh, könnte das an dem Turm sein? Ich habe keine Ahnung. We will see. Noch ein bewachter Schatz jetzt hier. Okay. Was ist denn da hier? Was wird denn da bewacht von wem? Spontan kann ich... Aha. Nebling oder Erscheinung oder wie? Oder es könnte einfach nur sich um Gift handeln. Sumpfschrolle. Och, süß. Na komm. Hey, hi. Vergiftet. Ja, ja. So. Das war die Sumpfschrolle. Die Schrulle, Schrolle, was auch immer. So, jetzt sind wir doch. Ja, ja, geil. Schön überlastet. Saugeil. Speaker Oak Aketon. Das kannst du gleich wieder wegschmeißen hier. Oh, naja. Lalala, belhavenische Brigantine. Ey, das ist alles so viel wert. Ich muss dringend zu irgendeinem Händler. Muss den ganzen Rotz verkaufen hier. Ja, hust, hust. Scheiße, und wir sind so lahm. Erstmal was trinken hier. Die Sumpfschrolle hat uns vollgepupst. Das ist aber auch ein Schwein. Okay, dann wird's Zeit. Wir hören jetzt Plötze und werden jetzt reiten. Und dann, zu dem nächsten Händler eilen und mal ein bisschen was vertickern. Weil wegschmeißen wir das gute Zeug ja nicht. Da kriegen wir ja ordentlich Kohle für. Zack. So, wo ist der nächste Schnellreisepunkt? Weil ich glaube, wir haben hier schon... Ja, 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 ja. Ach du Scheiße. Guck mal, was soll man denn da? Da kommt man doch gar nicht rüber hier, glaube ich zumindest. Nee, da kommt man nicht rüber. Hier kommt man höchstens noch rüber. Aber was soll man da? Da ist doch Kacke da. So. Zur alten Eiche wollen wir. Los, Plötze. Lauf. Plötze farmig.
Komm, komm jetzt hier rüber. Na los, komm, da kommst du rüber, genau. Wunderbar. Dann wollen wir uns mal in die nächste Stadt begeben und mal gucken, was wir da so verhökern können für... Damit wir ein bisschen Cash machen. Bis zum nächsten Mal bei Let's Play The Witcher 3.